Müssten wir auch mal alle Fan machen. Klingt aber auch witzig. Also die Challenge, ich finde, da war irgendwie alles hier extrem geil. Ich weiß, auch wenn es natürlich lange dauert. Ich glaube auch deswegen länger brauche für das LP. Ganz ehrlich, ist es mir wert. Ist mir sowieso. Ja, ich spiele halt, ne? Bei mir ist ja immer so, Leute, ich spiele so, wie mir es so gefällt. Oh, von der Polizei. Ich weiß, du hast unsere Verbrechenssystemtürme gehackt. War ich nicht. Ich meine, welche Türme? Ist mir auch egal. Ich brauche deine Hilfe. Jemand stört das System. Mit mehreren Störsendern, um den gesamten Frequenzbereich abzudecken. Siehst du mal nach? Hilf uns. Dann sage ich auch keinem, dass du uns gehackt hast. Ich nenne es lieber teilen, aber okay. Ich kann das Signal der Störsender orten. Ich muss mich nur durch das Finanzviertel schwingen und nach einem Signal suchen. Oh, nicht leichter als das, würde ich sagen. Signal geortet. Ich muss ihm nur folgen. Ah, ach so. Störgeräte funktionieren weiter oben. Fisks, Leute. Wie überaus schockiert. Aufgepasst! Ich seh ihn! Zwei sind weg. Augen auf! Er bewegt sich! Oh, das wollte ich genau nicht, aber egal. Oh, danke. Ja. Tschüss! Man sollte echt nicht auf dem Dach kämpfen, Leute. Das ist ein echt ungesunden Enden, wisst ihr das? Tschüss. Gefällt dir das, Spider? Gefällt dir das? Muss den Störsender ausschalten. Bin erst fertig. Schlampiges Handwerk. Ach, da ist es ja schon. Okay, das sieht man auch kurz. Das sieht man ja. Hab gerade einen Störsender zerlegt. Hat's was gebracht? Nein, aber wie gesagt, es gibt vermutlich mehrere. Ergibt Sinn. Ich werde sie suchen. Also wirklich, ne? Ob Fisks Handlanger wohl auch etwas mit dem ersten Ausfall des Systems zu tun hatten? Ach, Leute. Zum Glück habe ich eine Minimap. Ah, gut, vielleicht hat man sowieso gesehen. Mann, eine Störparty und ich bin nicht eingeladen. So. Ich dachte, wir haben eine gute Nacht. Achso. Ja, ich kann das bereuen. Hä, willst du es auch bereuen? Tschüss! Den machen wir fertig! Warum macht er uns fertig? Fang mal. So, jetzt du. Die war echt daneben. Muss den Störsender loswerden. So. Manchmal ist Gewalt doch die Lösung. Und macht Spaß. Spider-Man, es funktioniert. Ich empfange ein schwaches Signal. Es ist undeutlich, aber da war irgendwas mit Fisk und Outfits. Fisk war der große Kingpin, aber gefälschte Klamotten waren nicht sein Ding. Je schneller das System wieder läuft, desto eher wissen wir, was sie vorhaben. Also... Nur noch ein Störsender. Obwohl Fisk jetzt die ganze Zeit nicht mehr in der Stadt ist, ne? Sind die echt noch aktiv? Gibt noch ein paar Dächer, wo ich nicht war. Muss noch etwas aus. Naja. Hab dich. Ach schön. Warum diese Störsender? Ich dachte, unser Maulwurf hat alle. Nein! Er ist hier! Verdammt!
Hey, bekommst du auch was mit, oder? War nicht so. Tschüssi! Na, auf den Dächern zu kämpfen, ist echt eine dumme Idee. Ach, Mensch. Daneben! Nö, wollte ich eigentlich gar nicht. Gefällt dir das, Spider-Man? Gefällt dir das, Arschloch? Kaputt. Gut, das war der letzte. Das System sollte jetzt wieder laufen. Spider-Man, das Verbrechenssystem läuft wieder. Super. Mehr Info über Fisks Männer oder die Outfits? Nein, aber das System meldet nicht autorisierte Aktivitäten bei den Docks. Ich schicke die Koordinaten. Ich sehe mal nach. Ich muss schnell zu den Docks, bevor sie fliehen. Bei den Docks also? Ach Mensch. Na gut, zumindest ist das Netz wieder online. Also die lernt's aber auch nie, ne? Die Leute von Fisk. Na gut, bald in dir sowieso. Mit der schlossenen Regel. Waffen. Genug für eine kleine Armee. Was immer die auch damit vorhaben, es ist sicher nichts Gutes. Muss herausfinden, was die Waffen sollen. Besiege die Schmuggler. Der Boss hat's einfach drauf. Hat dich überrascht, was? Ich gebe mir die Uniform und die Ausweise. Aber so frech macht. Wenn es schlecht läuft, brauchen wir alle Feuerkraft der Welt. Meinst du wirklich, dass das klappt? Weißt du, was die Ausweise kosten? Das klappt. Hey! Da war was. Schlaf gut. Dann mal ein paar leise, dann habe ich gleich nicht so viel Arbeit. Tun die Füße weh. Mir auch. Er ist hier. Er schafft uns nicht alle. Ich schaffe euch nicht alle, ne? Ich habe euch schon alle besiegt. Hier, gehen wir eine Runde schwimmen. Wird dir gut tun. Vielleicht finde ich jetzt ja raus, was läuft. Waffen, Wärteruniformen und falsche Ausweise. Sie wollten tatsächlich Fisk aus dem Raft holen. Sorry, Leute, wird leider nichts mit dem Ausbruch. Runter! Gute Idee. Ja. Fuck. Also, das sind echt viele. Mehr als bei eurem Fist verstecken. Nimm mal. Na gut, wenn ihr natürlich so viele Granaten werft und mich damit eigentlich selbst besiegt. Haben wir natürlich einfacher gespielt. Ja, geh mal baden. So. Und du weg. Also wirklich. Jetzt übernimmt wohl die New Yorker Polizei. Bei mir ist auch alles in Ordnung. Danke für deine Hilfe mit dem System, Spidey. Ich behalte für mich, dass du es nutzt. Aber wenn du erwischt wirst, weiß ich von nichts. Ich habe keine Ahnung, wovon sie da reden. Also bis dann. Ich muss jetzt meine Selfies von den Servern löschen. Netzwerk außer Betrieb. Jetzt wollen wir nur noch diese Waren zeichnen, dann haben wir das auch fertig. Dann haben wir das soweit abgeschlossen. Was zum? Ich hab ihn. Toll. Hatte ganz vergessen, wie viel Spaß das macht. Ja, und das ist halt umsonst, ne? Also ganz ehrlich, diese Erfahrungspunkte. Die nehme ich mit, weil ganz ehrlich, die sind ja umsonst. Die kriegst du ja umsonst, die können sie leer geschmissen. Das sind ja extra Punkte. 5% Schwunggeschwindigkeit, auch nicht schlecht. Lass mal gucken, was wir upgraden können. Ja, wie viel Fähigkeit von 2, okay.
Raketenumlenker. Oh, das ist natürlich schlecht. Ist natürlich gekauft. Der hier auch noch umlenken kann, ja dann, ne, damit. Bäh. Infos zu Adrian Toomes alias Vulture. Der geflügelte Kriminelle scheint unter Krebs zu leiden und wurde in die Krankenstation des Raft verlegt, was die Öffentlichkeit ein Vermögen kosten wird. Ich frage Sie, warum gibt es eine Krankenstation im Raft? Das ist ein Hochsicherheitsgefängnis voller Error. Lass den Natur ihren Lauf, wenn sie krank werden. Das ist brutal, aber die Steuern sind das auch. Entschuldigung, Verzeihung. Ja, das ist aber auch nett gesagt. Ja, weil es geht ja auch richtig schnell. Frage ist, ob die Auftragskiller von Van Fist verschwinden, wenn ich alle Verbrechen und so erledigt habe. Aber ob ich die damit auch. Deshalb hat Jonah mich so gut bezahlt. Ob es dann auch weg ist. So, also ob dann die Aufwärtskiller auch weg sind. Gibt es ja, wenn man durch die Stadt läuft, können ja natürlich Aufwärtskiller kommen. Das behalte ich. Hallo? Wie geht's? Wollt ihr jetzt so neben meinem Mutterreich erklären, oder? Erledigt. Damage Control. Okay, dann müssen wir noch die Brücke hier machen und dann haben wir es. Jetzt schon 7 Warenzeichen haben wir alle. Also, noch nicht ganz, aber ich glaube, ziemlich haben wir. Ja, du ziemlich ja. Dann müssen wir nur noch in dem letzten Bezirk. Nee, wir sind ja. Okay. Die Brooklyn Bridge, ey. Na gut, jetzt könnten wir natürlich, ich sag, machen wir erstmal das hier. Räder inmitten von Rädern. Ja, wir haben mal schon. Ah, hier haben wir noch keinen Dämon weggeballert. Ne, die Dämonen noch nicht überall, aber na, das kommt auch noch. Aber wir haben natürlich nur andere Sachen fertig, also insofern. Ne? Rucksäcke haben wir bald fertig, die Türme haben wir bald fertig. Die Schläge haben wir bald fertig. Also, wir kommen so langsam echt gut voran. Wenn wir das alles fertig haben. Nur die Dämonen natürlich härter als irgendwelche normalen Schläger. Frage ist natürlich, ob man sich zwischendurch mal, ob man kurz wartet oder kurz das Schwert schwingen. Ich weiß nicht, wie lange es jetzt dauert, ne, bis einmal ein Dämon kommt. Aber die Dämonen aufstände kann man nicht mal relativ schnell. Alter, der war echt unfreundlich, ne? Was? Ein Dicker! Den Dicken gibt's aber auch noch, von denen auch. Aber wirklich, ne? Muss man von jedem einen Dicken geben? Ich finde den normalen Dicken scheiße. Bei denen. Okay, von denen gibt's auch noch einen Dicken. Yeah! Das ist natürlich. Oh, ja, ist ja gut. Stopp jetzt. Jetzt auf. So,
Rechts mal hier. Boah, die sind sowas von fucking hart teils. Die Tür klemmt! Ich hol sie raus! Die Tür klemmt! Der Tank geht hoch! Ja, aber sie nicht mit dem Tank. Je länger die Dämonen unterwegs sind, desto mehr Menschen sind in Gefahr. Ich muss sie aufhalten. Jetzt reicht's. Ich nehme mir jetzt auf jeden Fall Urlaub. Ja, viel Spaß. Den hast du jetzt auch euch verdient. Ah, hier sind wir die Dinger. Oh, die Dinger. Ich liebe sie. Aber es ist unfassbar cool. Oh, ja komm. Lass mal machen. Es tut mir leid, aber ich finde das so cool gemacht. Ich weiß, man kann so vieles machen im Spiel, außer die Hauptmissionen. Man kann so viele coole Dinge machen. Man kann gegen Dämonen kämpfen. Und das ist geil, finde auch. Und man kann das hier machen. Oh, ich hab's gar nicht gelesen. Oh, scheiße. Okay. Diese Station sammelt Überlaufdaten von allen anderen. Wir wollen ja nicht Oscorps Speicherplatz verschwenden. Egal, bitte tu mir den Gefallen und überprüfe, ob alles reibungslos läuft. Sonst war die ganze Arbeit umsonst. Nicht genug Serverplatz. Es kommt zu einer Überlastung. Dann gibt es eine Löschung. Harrys Daten gehen verloren. Das darf ich nicht zulassen. Moment. Die ESU hat ja einen ungenutzten Sicherungsserver. Der wäre ideal für den Datenüberschuss. Ich muss die Übertragungsschüsseln ausrichten, um eine Verbindung herzustellen. Schnell! Ach du, okay. Der aktive Empfänger ist leicht zu finden. Ich muss da hoch. Nee, kann nicht. Okay, jetzt eine andere Verbindung finden. Geschafft. Ich muss nur weitermachen. Ach so, okay. Ach so, okay. Ah, okay. Was verbraucht den ganzen Platz auf Harrys Servern? Sah nach DNA-Sequenzierung aus, aber das gehört nicht zu den Aufgaben der Forschungsstation. Hallo. Oh, das könnte hart werden. Das könnte theoretisch schwerer werden. Konzentrier dich, Pete. Es ist egal, was auf dem Server ist, wenn alles gelöscht wird. Da sprichst du wahre Worte. Sind wir in Gefahr? Nein. Nur fort und starten. Fast geschafft. Okay, das ist auch nicht so schwer. Das macht aber auch Bock, ne? Ja, sehr gut. Okay, noch zwei. Juhu! Ach da. Müsste jetzt in der Nähe des ESU-Servers sein. Tschüss. Ach da. Gut, wir haben's. Geschafft. Ich kann den Datentransfer einleiten. Beeilung! Nein, das ist natürlich jetzt da noch scheitert, ne? Was ist das? Achso, das Spielchen wieder. Gut. Mal sehen. Hm.
Sieht gut aus. Was bist du hinkommen? Mal sehen. Sieht gut aus. Mist. Stopp jetzt. Mal sehen. Jetzt. Ja, erfolgreich. Es funktioniert. Fast gelöschte Daten wieder komplett hergestellt. Alles erfolgreich gespeichert. Das sollte funktionieren, bis Norman Harry neuen Serverplatz zuweist. Und er wird es gerne tun, wenn er hört, was die Station geleistet hat. Datenkette. Ach ja. Müsste echt mal gucken, wie lange die Dämonen brauchen, um zu spawnen. Aber wollen wir jetzt, oder? Weiß nicht, wollen wir das weitermachen, oder? Warum nicht? Für die Bürgerrechte sorge, dass das Verbrechenssystem der Polizei und die allgegenwärtigen Türme darstellen. Aber zumindest dient das der Verbrechensbekämpfung. Vor kurzem wurde beobachtet, wie Spider-Man an diesen Türmen herumhantierte. Und zu Recht gehen meine treuen Hörer davon aus, dass er die Türme deaktivieren will, damit er weiter ungestraft seinen illegalen Missetaten nachgehen kann. Aber Spider-Man ist keine gewöhnliche Bedrohung. Er ist eine Kung-Fu-Meisterbedrohung der 12. Stufe. Und deswegen denke ich, er hackt sich in diese Türme, um Sie und mich auszuspionieren. Ihre einzige Verteidigung? Hören Sie sich meine Show an. Immer. Er will uns ausspionieren. Lassen wir ihn hören, dass wir ihn durchschaut haben, indem Sie mir zuhören. Und zwar ohne Pause. Okay, wenn du meinst. Eins der größten Probleme bei der verbesserten Luftqualität ist die Identifizierung der Quellen hochtoxischer Schadstoffe. Mit geringer Persilzahl erzeugt von einem Geschirr ein paar Gramm krank machen können. Die Station ist auf die Lösung exakt dieses Problems spezialisiert, indem sie spezifische Feinstoffe zu identifizieren nimmt. Haben wir schon mal sowas? Hey Kumpel, die Station testet Feinstaub in der Luft. Es gibt sicher einen schicken Fachbegriff dafür. Aber im Prinzip ist zu viel davon schlecht. Die Messwerte sind besorgniserregend, aber inkonsistent. Wenn ich wissen will, was gespielt wird, muss ich die Emissionen in der Nähe testen. Aber ich habe andere Probleme. Das Entnahmegerät erkennt giftige Partikel. Das prüfe ich besser. Nee, schon etwas anderes. Es war mit Proben. Das Dampfventil ist ein guter Anfang. Nee, ist was anderes. Hier ist irgendwas drin, was da nicht reingehört. Mal analysieren. Okay, ja, ich weiß, ob das geht. Hm.
das und das. Quecksilber. In Verbindung mit etwas anderem. Keine Ahnung mit was. Das scheint sich nicht auf ein Gebäude zu beschränken. Es sind viele Menschen in Gefahr. Ach, du Elend. Ach so, du weißt es jetzt. Okay, ja gut, nee, das hatten wir auch tatsächlich noch nicht. Was mir eine Probe davon wohl verrät? Das und... Und so. Salpetersäure ist auch drin, aber auch noch etwas anderes. Ich bin auf der richtigen Spur. Ich muss ihr nur weiter folgen. Das ist weiter verbreitet, als ich dachte. Das gesamte Viertel ist in Gefahr. Scheiße, das ist nicht gut. Okay, was sagt mir das Ding hier? Unbekannte Substanz, ja, was sagt mir das? Phew, das stinkt zum Himmel. Mal sehen, was drin ist. Und dann zack. Oh. Entschuldigung, ich hier oben. Ist hier? Okay, das muss auf jeden Fall. Dann das, achso, und dann das andere. Okay, jetzt haben wir es. Ah ne, lieber das hier auf jeden Fall. Und den Einser. Und hier ist ein Dreier, das ist die beiden. Ne, hä? Und nicht durch? Dann ist das die beiden. Und das andere. So geht das.
Das geht auch so. Hä? Das hier mal. Der ist auf jeden Fall richtig. Jetzt das. Okay, das war eben etwas komplizierter. Ethanol. Wieso klingt das so vertraut? Hört sich das so vertraut an? Quecksilber mit Stickstoff und Ethanol. Ich muss weiter der Spur folgen. Wenn das vorbei ist, alarmiere ich die Gesundheitsbehörde, damit sie die Anwohner untersuchen. So, und jetzt auf aufs Dach. Okay, das war eben etwas härter. Ich glaube, ich habe das Problem gefunden. Aus diesen Fässern lecken ätzende Chemikalien in die Kanalisation. Ich muss hier sauber machen. Schnell! Das Calcium und Silizium im Beton machen ihn zum idealen Absorptionsmaterial. Ich muss wohl ein Chaos anrichten, um das Chaos zu beseitigen. Alte, mach doch. Einer weniger. Cool. Das Zeug einatmen? Nicht gut. Nur noch ein paar Fässer mehr. Oh Gott, das tut mir ja gar nicht gut. Das letzte muss über diesem Zeug bleiben. Scheiße. Ja, ich weiß nicht, wie das Spiel funktioniert. Einer weniger. Das nimmt man gehört. Cool, das funktioniert. So. Nur noch ein paar Fässer. Hallo. Oh Gott, das ist aber echt. Echt nett. Das letzte. Hallo. Oh, Alter, das ist eigentlich irgendwo da hoch. Na gut, egal. Solange du nicht wehtust. Geht mir das auch egal eigentlich. Hallo. Das war's. Wenn ich das Gitter mit Netzen versiegle, wird nichts mehr abgeleitet. Das hätte schlimmer enden können. Das ist ein guter Grund dafür, dass Harrys Forschungsstation offen bleiben muss. Ja, ohne seine Forschungsstation wäre er am Arsch. Sehr gut, ah, das ist aber direkt sehr nice.